Sawadika! Hallo aus Thailand. Heute berichte ich darüber, wie Hunde hier leben und ich habe den wahrscheinlich einzigsten Weimaraner im ganzen Land besucht. 2 Autostunden südlich von Bangkok liegt Hua Hin, Sommerresidenz der Königsfamilie und seit ein paar Jahren Heimat der deutschen Mali und ihrem Weimaraner Cooper. Sie wohnen in einer Siedlung, in der viele Auswanderer leben. Bei der Begrüßung ist Cooper noch freudig aufgekratzt, aber als wir uns zum Interview auf der Terrasse niederlassen, döst er friedlich vor sich hin. Ein wirklich tiefenentspannter Rüde. Und Frauchen ist überzeugt, das liegt am völlig anderen Lebensgefühl in Asien. Ich bin überzeugt davon, dass hier in Thailand Cooper ein besseres, freieres Leben hat als in Deutschland. Das könnte ich ihm da nie geben. Doch davor stand erstmal eine anstrengende Anreise. Der damals knapp 2 Jahre alte Cooper war noch nie geflogen und musste zum allerersten Mal in eine Transportkiste. Auch für Mali keine einfache Situation. Er hat geheult wie ein Wolf und das war so die Angst, die wir hatten, wenn der da 12 Stunden im Flieger ist. Man muss ja auch die Zeit mit einrechnen, die er dann, er muss ja in die Kiste vorher eingecheckt und dann steht er, weiß ich, irgendwo rum, bis er mal drin ist, bis der Flieger startet und wieder raus. Ne? Und dann geht dieses Rolltor auf und da sitzt er dann in der Kiste und guckt mich ganz empört an, nach dem Motto, was hast du mit mir gemacht? Warte ab, wenn ich rauskomme. Ne? Ja, das war schön. Ne? Das Abenteuer Thailand beginnt. Die für die Einreise nötigen Papiere, Untersuchungen und Impfungen hat Mali noch von ihrem deutschen Tierarzt machen lassen. Aber wie sieht es in Thailand mit der ärztlichen Versorgung für Cooper aus? Hier gibt es Tierärzte an jeder Ecke. Und es gibt eine ganz tolle Universitätstierklinik in Hua Hin. Die ist für den König erbaut worden. Aber da der König selber sehr hundelieb ist, er hat ja auch selber Hunde, hat er gesagt, nein, die soll für die Öffentlichkeit zugänglich sein und da soll jeder hin dürfen. Und so ist das auch. Und die ist sehr groß, die ist sehr sauber, da arbeiten 3 Tierärzte und ja, auch Studenten sind da. Ne? Und wir waren jetzt schon 2-mal mit ihm da und ja, habe ich Vertrauen zu. Alltägliche Dinge, über die man sich in Deutschland überhaupt keine Sorgen macht, können hier jedoch zum Problem werden. Futter ist jetzt nicht so dolle, ne? Also da ist das Angebot in Deutschland doch ganz anders und wirklich vielfältig. Ne? Also hier gibt es entweder so ein ganz, ganz billiges oder halt eben ganz, ganz teures. Ne? Da kosten denn, ich glaube, 3 Kilo 20 Euro oder so. Ne? Alles andere, was so die Halsbänder und also hier die Sachen angeht, das ist aus Deutschland. Das hat schlechte Qualität. Also ist alles ganz billig und einfach verarbeitet. Ich hatte hier mal eine schöne Leine für ihn gekauft. Richtig dicke Kordel, muss sie halten. Stehe vorne an der Straße, er sieht einen anderen Hund, springt in die Leine und die Leine reißt. Und er macht ab. Coopers imposante Gestalt ist für das zierliche Frauchen aber auch oft von Vorteil. Komme ich in einen Polizeistopp, Verkehrsstopp oder was? Ich mach vorher schon das Fenster runter, lass ihn rausgucken. Die winkt ihn nicht durch. Die haben so eine Angst vor ihm. Ich könnte wirklich ohne Führerschein fahren. Ne? Das ist der da. Also dafür hat es sich schon gelohnt. Die Nachbarn haben sich inzwischen an den riesigen Weimaraner gewöhnt. Cooper hält gerne mal ein Schwätzchen über die Gartenmauer. Cooper kommt mit den thailändischen Hunden gut zurecht. Ja, wenn ich mit ihm laufe und beobachte so die anderen Hunde, das ist schon sehr interessant. Der Vorteil daran ist, dass er so groß ist und sie haben Respekt vor ihm. Also er wird ja nie aggressiv auf einen drauf losgehen. Und ja, dann versucht er auch mal ein bisschen zu spielen oder sowas. Beim Spaziergang durch die Siedlung zeigt sich aber, das verstehen vor allem kleinere Hunderassen nicht auf Anhieb. Mali setzt auf Deeskalation. Wir gehen lieber zum Strand. Bei meinem Besuch im Dezember herrschen in Thailand angenehme 28 Grad und leichter Wind. Im Hochsommer aber klettern die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in heiß-schwüle Höhen. Dann geht das Thermometer schon mal gerne über 40 Grad. Dann gehe ich ganz früh mit ihm, also schon
fast vor Sonnenaufgang. Und ich laufe immer da, wo Wasser ist. Also er springt in sämtliche Reisfelder, in sämtliche Tümpel. Und am liebsten ins Meer. Hier ist Cooper ganz in seinem Element. Statt Hasen im heimischen Wald jagt er lieber durch die Meereswellen. Das ist eine richtige Wasserratte. Ja, macht ihm auch Spaß. Natürlich buddelt er auch für sein Leben gern. Allerdings nicht nach Feldmäusen, sondern nach kleinen Krabben. Mali und Cooper lieben die unbeschwerte Freiheit ohne hundefeindliche Verbote. Als diese Thailänderin mit ihrem Pudel vorbeikommt, will Cooper gleich Freundschaft schließen. Doch den beiden ist der große Hund wohl nicht ganz geheuer. Auf meine Nachfrage erzählt mir das Pudelfrauchen, dass ihre Hündin gerade frisch vom Hundefriseur kommt und auf keinen Fall mit Cooper im Sand rumtoben wird. Ich glaube eher, sie hat Angst, dass Cooper den Pudel frisst. Trotzdem lächelt sie den Fremden freundlich zu. Hier akzeptiert und respektiert jeder jeden. Thailand ist nicht nur ein Paradies für Menschen, sondern auch für Hunde. Cooper liebt das hier, Maya würde es auch super gut gefallen. Und das Schöne daran ist, dass die Thais wirklich Hunde lieben. Allerdings ist ein Hundeleben in Thailand nicht immer so idyllisch wie hier am Strand. Im nächsten Film zeigen wir, wie die Straßenhunde in Thailands Hauptstadt Bangkok überleben, welche Folgen der neue Trend, sich niedliche Schoßhündchen zu halten, hat und warum der König von Thailand zum Schutzpatron aller Hunde wurde.